So, mal schauen. Ich hoffe, ich krieg die Steuerung hin. Hier brauche ich wieder eine Maus. Gut. Dies ist wieder ein Spiel, wo ich den Chat nicht sehe. Bis gleich, sozusagen. Ich hoffe, ihr seht was, aber ihr müsst es eigentlich sehen können. Wenn ich den Taskmanager öffne, sehe ich, ob ihr was seht. Legen wir los. Filmkunst. Vigil sagte mir, ich sollte ihn in dieser angeblich verspuckten Residenz treffen. Konnichiwa. Watashi wa desu yo. Oh Gott, die Synchro. Ja, hallo, mein Name ist Dis. Ich werde dir jetzt die Grundlagen des Spiels beibringen. Pfeiltasten bewegen. Maus ist umsehen. Gott, ist das schlecht. E ist vor oder akzeptieren oder wie? Steuerung, Grafik, Abspann, Sprachauswahl. Wunderbar. Folge den Fragezeichen. Wow. Das ist ja witzig. Okay. Kann ich mich auch irgendwie drehen hier? Nicht wirklich. Der Brief. Wie folgt. Dies, wenn du dies liest, bedeutet das, dass du mir gefolgt hast. Dass du mir gefolgt hast. Ich wusste, du würdest mir folgen. Ignoriere die Gerüchte über diesen Ort. Wir treffen uns drinnen. Ich habe Sushi gebracht. Unterschrieben, Wiggle. Blockiert mit Sandsäcken, nicht überraschend. Der Besitzer war im Militär. Ich muss einen anderen Weg finden. Kannst du nicht da drüber klettern? Du bist doch noch jung. Na gut. Aber wenn ich die E-Taste brauche, ist es dann nicht besser, ich steuere mit W als D? Was mit A macht der Geräusche von einem. Aha, wir merken uns, mit A macht der Geräusche einer Eule. Intelligent und so. Oder auch nicht. Aha. Ich kann ihm ja nicht folgen hier. Heißt das, das glitscht das Zeug hier durch? Gott, ist das schlecht. Was war das denn? Kann ich hier nichts machen? Mit Q atmet er durch, okay. Atmen. Ja. Werden wir vielleicht noch irgendwann brauchen. Atmen.
auf mit dem Eulengeräusch, wenn ich auf A drücke. Ist ja furchtbar. Gott, überall Fragezeichen hier. Ich habe auch gleich ein Fragezeichen bekommen. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Denn ich kann weder über Grabsteine noch über andere Dinge klettern. Ich bin nämlich zu blöd dafür. Oh Gott. Komm schon, da passt du doch zweimal durch. Horrorspiele, die keinen Sinn ergeben. Oh Mann. Der passt nicht durch die Lücke. Ich krieg Krätze hier. Wieso hat er eigentlich keinen Regenschirm dabei? Oh Mann. Oh Mann, ist das doof. Oh Gott. Dieses Gekreische, ey. Was soll denn das? Was sind denn das für billige Soundeffekte? Konnte man hier nicht wenigstens mal eine Musik oder so machen? Stimmungsvolle Musik. Nein, der Polygonbaum verbarrikadiert mir den Weg. Ich bin eine Anime-Figur. Ich passe nirgendwo durch. Oh my goodness. It's a trail of... roter Leuchtfarbe. What is it? Cappuccino ist toll. Es würde Wochen dauern, in diesem Licht etwas in dem Müllhaufen zu finden. Ich wette, es ist aber voll von allerlei Geheimnissen. Und das ist jetzt storyrelevant gewesen, ja? Monsieur. Monsieur, ich tu nix. Mann, war das denn los? Hat sich die Tasche gerade bewegt? Ich lass besser die Finger davon. Es könnten Ratten sein. Ja, Ratten, lasst uns damit umgehen. Du bist so ein Weichei. Gottes Willen. Ja, Leute, es wird lustig. Es tut mir leid, dass ich euch nicht antworten kann, wenn ihr was Schönes in den Chat schreibt. Ein altes, verrostetes Auto. In den Nachrichten wurde berichtet, dass der Mörder ein rotes Auto hatte und dass er es verwendet hat, um die Überreste der Opfer zu transportieren. Was war das Geräusch? Ich glaube, es kam von hinten. Wie, was war das Geräusch? Was war das für ein Geräusch, heißt das, du... Deutschbanause. Aber du redest ja auch schlecht verschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich enttäuscht oder dankbar sein soll. Der Lärm hat auch aufgehört. Ich sollte nach Vicky weitersuchen. Hoffentlich ist er nicht dort drin. Diese schlechte Technik, mit der aufgenommen wurde. Also wirklich, also ich glaube auch, die haben über Skype ihr Gespräch aufgenommen oder ihre Soundfiles. Sprich mir das mal schnell auf Skype über dein telefonintegriertes Mikro. War das jetzt ein Jumpscare? Seriously? Oh, überall Fragezeichen. Ah, die uns alle nicht weiterführen. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein Jumpscare. Die sind ja überall, die Schaufensterpuppen. Man könnte fast meinen, dass sie einen beobachten. Und ist das etwa ein Vorschlaghammer? Vielleicht bekomme ich einen besseren Blick durch das andere Fenster. Wuhu! Hat der Hammer gerade im Fenster? Was? Hat der Hammer gerade im Fenster? What? Kennst du kein Deutsch? Gibt ein starken Duft aus diesem Müll, riecht nach Asche mit verdorbenen Essen und Kleidung verbrannt gemischt. Ich frage mich, ob jemand es Absicht brennende Dinge... Was? Was hast du denn für ein Deutsch, Junge? Wenn man es übersetzt, dann bitte auch so, dass es grammatikalisch irgendwo Sinn ergibt, ja? Das fände ich ganz schnieke. Schnieke und Töfte. Oh.
Eine Fragezeichenbank mit einem Blick auf unheimliche Gräber. Ich frage mich, ob der Eigentümer hier gesessen hat und seine verstorbenen Freunde oder Familie betraut hat. Ich muss Wiegel finden. Denn ignorier doch so ein Zeugs. Ich denke, es ist storyrelevant. In einem Garten seltsam. Die Übermenge an Pilzen und die Gräber deuten darauf hin, dass die Körper nicht in einem Sarg versiegelt worden waren. Vielleicht sollte ich mir das etwas näher anschauen. Du bist schon ein bisschen glücklich drauf, kann das sein? Du hast es dir näher angeguckt und jetzt haben wir nichts weiter rausgefunden. Gut. Ein Schuppen. Oder sollte ich erstmal in das Haus rein? Ach, whatever. Terpentin. Ich kann es nicht nehmen. Eine alte, rostige Schüssel. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, aber vielleicht passt er in die große Holztür des Hauses. Vielleicht sollte ich mich aber noch ein wenig umsehen, bevor ich das Haus betrete. Gut. Na dann, guck mal. Nach deinen Jumpscares. Die Gespenster sind eindeutig zu laut, um gruselig zu sein. Aber okay. Der Müllsack sieht verdächtig handformig aus. Ich bin mir nicht sicher, ich will da näher kommen? Also, ja oder nein? Vor allem welcher von den Müllsäcken? Ist ja egal. Katzenlicht ist die Regel sein. Ich sollte mal nachsehen. Vorsichtig aber. Scheinbar nicht. Vielleicht kommt der Jumpscare. Von hier. Ach, ich bin ja wieder vorn. Okay. Keine Antwort, nicht überrascht. Es soll ja schließlich verlassen sein, aber Vigil ist wahrscheinlich im Inneren. Ich sollte versuchen, einen Weg hineinzufinden. Spooky, es ist offen. Ja. Kapitel 1 Nein. Oh, Spiel, nein. Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint. Ich guck mal, was ihr so schreibt. Wegen Cyber. Von hinten, das war Cyber Prepare Your. Was? Okay, ich lese mal, was ihr so geschrieben habt. Credit. Cedric, is that you? Noch einiges zu tun. Ich sterbe hier noch. Natürlich keine Gedanken. Glitch ist auch anwesend. So, spinnt wohl, weil es vom Grabstein abhalten. Der ist untot. Es ist ein Spiel überhaupt auf den Markt zu bringen. Dafür habe ich 99 Cent ausgegeben. Ja, nur für euch. So, Fanfictions wegen Cypher. This game calls for a bit Cypher. Ein wenig. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh, das ist so abartig schlecht. Ich bin geschockt fürs Leben. Jeder Cent hat gelohnt. Oh ja. Mit dieser Soundspur auf jeden Fall. Oh, ich kann jetzt schon Kapitel 2 spielen. Bitte sagte mir, ich soll ihn in dieser angeblich verspuckten Residenz treffen. Aber immer noch kein Zeichen von Vigil ist er in das hoffentlich verlassene Haus eingebrochen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich auch vor dir versteckt. Mit der Frisur würde mich das auch nicht wundern. Oh, geht gar nicht weh. Wartet mal.
ist das übel. So, Futi? Willst du mitmachen? Obwohl... Ich weiß ja gar nicht, worüber man sich überhaupt... Also ich weiß zwar nicht, worüber man sich bei diesem Spiel noch unterhalten soll. Weil es toppt sich irgendwie selbst so an Peinlichkeit. Es ist so schlecht. Hier brauchst du nicht mal irgendwie da was interpretieren. Aber ja. Okay, Pfutti, dann nicht. Ich habe das bloß so verstanden, deswegen ist alles gut. Warum wird dein Lieblingsgenre so vergewaltigt? Tja, ich weiß auch nicht, aber wir sollten weitermachen. Kapitel 2 des Horrors. Ab jetzt sehe ich den Chat wieder nicht. Ja. Hey, Basil. Diese schlechte Synchro. Virgil. Er spielt mit besser keinen Streich, obwohl er dafür ja bekannt ist. Ich sollte ihn finden, bevor er und Laguna nicht auf dem Laptop rumhüpfen. Kriege ich die Tür auf? Nope. Oh, eine aufgemalte Türklinke. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht aufkriege. Okay. Die Türen sind verschlossen. Ich sollte einen Weg finden, sie zu öffnen, obwohl ich es lieber vermeiden würde. Ich weiß ja, dass dieser Ort leer ist, aber es ist immer noch nicht mein Haus. Doch nicht. Ach komm, sag mir jetzt nicht, du schaffst es nicht, da durch diese kleine Ritze zu laufen. Ernsthaft jetzt? Na gut. Laufen wir weiter. Oh, es dampft. Ach, das interessiert dich nicht, dass es da dampft. Warum schafft er es nicht, da durchzugehen? Hallo? Charakter? What's wrong with you? Was ist falsch mit der Uhr? Wir haben das mit dem Ziffernblatt noch nicht so ganz verstanden. Hm? Na gut, jetzt kommt bestimmt wieder ein Jumpscare. Vielleicht ist das ja ein Souvenir von der Schule des Mörders. Auf jeden Fall sollte ich mal hineinschauen. Verdammt, das ist wohl verschlossen. Ich habe wohl nicht wirklich erwartet, dass es einfach so wäre. Dass es so einfach wäre, oder? Doch, hast du. Hallo. Oh, ein Sofa. Ich frage mich, ob Virgil hier gesessen hat, wenn ich ihn finden könnte. Können wir uns hier hineinsetzen, bevor wir gehen. Und ich möchte hier nicht länger als notwendig bleiben, da dies nicht mein Haus ist. Das sieht aber noch recht neu aus für so ein verlassenes Haus. Lass mich reiten, jetzt ist das Ding aufgegangen. Spooky. Halloween. Oh, ein Schlüssel. Der juckt sich echt überhaupt nicht. Da laufen irgendwelche Leute rum. Ach, naja, da ist das halt so. Ach, da gehen die Türen auf. Ach, dann ist das so. Schließfach abgegangen. Ist hier noch jemand mit mir? Ah, jetzt interessiert es dich wohl, was? So, was haben wir hier noch? Ein Fenster, wo ein Jumpscare drin ist, ne? Hm, nur ein Fussel. Spinnweben und leere Verpackung in diese Boxen. Da ist nichts Nützliches drin. War das ein Geräusch hinter mir? Fragile. Was dampft denn? Der wundert sich nicht, dass der Müll brennt. Wuhu! Das sollte mich jetzt erschrecken. Und der sagt einfach nichts dazu. Okay. Aber der Mülleimer brennt und könnte das Haus mit abfackeln und dann brennst du und dann brennt... Ach, fuck off. Das ist ein sehr schlechtes Spiel. Ich sollte mich nicht so sorgen darum. Na, komm schon. Mach die Türen auf, Junge. Du hast doch den Schlüssel. Open the fucking doors. Okay, also sind hier kaputte Schaufensterpuppen, die alles umbringen. Schön. Why not? Jetzt kommt gleich ein Jumpscare. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ah, oh, was war das? Sagte ich durch Skype.
Hat er dich jetzt angematscht? Nein? Und es sind auch keine Fragezeichen. Also, scheiß drauf. Oh, was ist das denn? Ach, der Hammer. Ha! Hammer auf den Kopf gekriegt. Naja, passiert. Kommt in den besten Familien vor, habe ich gehört. So. Ist die Tür jetzt aufgegangen? Nein? Ach, die ist aufgegangen. Was ist mit den vielen Lichtern? Es scheint ja fast so, als ob die Person, die hier gelebt hat, Angst vor der Dunkelheit hatte. Oder vor dem, was in dem Schatten lauert. Ja, ja, so drückt sich ja jeder ganz normal aus. Es ist das gruselige Es ist das gruselige Schaufensterpuppe, die ich aus dem Garten gesehen. Deutsch? Ich bin sicher, ich sah sie durch das Fenster zu bewegen. Ich sei sicher, ich habe Grammatik gelernt bei Yoda. Und Yoda wissen mehr als ich, aber muss nur wahren das Kerzenlicht. Was? Yeah, lassen Sie uns mit, das zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was du mir jetzt damit sagen möchtest, Junge. Der Google-Übersetzer hat hier wahre Arbeit geleistet. Laguna, na komm her. Nicht das Mikrofon schmutzen. Komm lieber zu mir. Genau, kuschel dich an. Das Gruseligste an dem Spiel ist die deutsche Sprache. Oder die Grammatik hier. Ich werde von einer Schaufensterpuppe gestalkt. Ah! Das Wasser stinkt und ist schmutzig, aber dennoch sind da frische Äpfel drin. Hat sie da jemand etwa vor kurzem hineingelegt? Könnte es vielleicht Vigi gewesen sein? Oh, ich kann eine Schüssel, einen Schlüssel sehen. Ich werde da mal langsam meine Hand reinstecken. Und gleich kommt der Piranha. Wolltest du nicht langsam deine Hand da reinstecken? Was ist das denn? Was schwimmt da? Konnte man diesen Pixel nicht ein bisschen deutlicher animieren? Ach, egal. Eine Mikrowelle! Mit Origami drin! Whatever. Ah, fuck off. Ja. Ach, das soll auch eine Origami-Maske sein? Nö. Auch nicht. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Ja, dreh dich einfach in die andere Richtung. Du Arsch. Ich hab die andere Tür angeklickt. Müllsack, noch mehr. Scary Püppchen. Und seid ihr schon zu Tode gegruselt und geängstigt? Ich kann eine Tür sehen. Moment mal, ist diese Matratze etwa voller Blut? Ich sollte es vermeiden, sie zu berühren. Aus offensichtlichen Gründen. Hier, dann schieb die Puppi weg. Oh nein, jetzt nicht ernsthaft, oder? Du schaffst es nicht, eine Holzschaufensterpuppe zur Seite zu schieben, um an die Tür zu kommen. Weil du die Matratze nicht bewegen willst und auch keinen großen Schritt hier drüber machen kannst. Oh, du machst mich fertig! Vielleicht täusche ich mich nur meine Augen, aber die Müllsäcke erscheint eine menschliche Form zu haben. Der Müllsack scheint eine menschliche Form zu haben. Na dann, untersuch ihn doch mal. Wo ist denn hier seinen ganzen Müll liegen? Ja. Na hey, die Puppi rückt sich von alleine weg. Siehst du, du hast dir sogar Arbeit gespart. Es ist nicht schön. Computer, Drucker, leere Becher. Es scheint, als würde da jemand sein Internet genossen zu haben. Okay. Genossen zu haben. Der zerschlagene Bildschirm weist darauf hin, dass die Person eine Menge Wut hatte. Vielleicht wegen der schlechten Jumpscares? Ha! Oh, ein Schlüssel. Ich hoffe, Virgil steckt sich in den, versteckt sich in dem letzten Raum. Haben die nichts zu tun miteinander, als sich in solchen Häusern zu verstecken, Jumpscares zu bauen? Und ich glaube nicht, dass er sich versteckt. Ich glaube, er stellt hier die Puppies in der Zeit immer um. Und will dich umbringen und jagt mit einem Hammer auf dich drauf. Und ja, whatever.
Was soll das denn mit dem Zeug auf dem Tisch? Ist das etwa zum Bombenbauen? Hoffentlich ist dieser Mördertyp irgendwo sicher hinter Gittern. Was war das hinter mir? Wäre ein Geräusch. Oh nein, nicht die Liege des Todes. Hey, da liegt ein Handy, oder? Dann bau dir doch mal eine Bombe. Dann mach's eben nicht. Oh nein, die Wiege des Todes. Und oh, jetzt geht er endlich zum dampfenden Mülleimer. Ein brennender Brief, das ist der von Virgil. Liebe Behörden, Freunde und Familie, es tut mir leid für das, was ich getan habe. Ich kann mit mir selbst nicht länger leben. All die Todesfälle waren meine Schuld. Wir sehen uns im nächsten Leben. Sagen Sie Virgils Eltern, dass es mir leid tut, dass ich deren Sohn getötet habe. Seinen Diss. Ein Plot-Twist. Aber sein Porträt passt nicht ganz. Moment, habe ich denn diesen Brief geschrieben? Ist das mein Haus? Mehr. Also um mehr Gedanken. Machst du dir nicht Gedanken? Okay, ich gehe dann mal wieder. Ihr geht mir auf den Keks. Ist nicht aus. Dann lass mich halt nicht raus. Kapitel 2, Abschluss. Oh mein Gott, dieses Spiel ist furchtbar schlecht. Polizistin Zoe untersucht eine Insel, die wegen eines schrecklichen Verbrechens gesperrt wurde. Und jetzt gucke ich mal, was ihr so geschrieben habt dazu. Lieblingsgenre so vergewaltigt. Horror war mal cool. Kein anderes Spiel hat sein ganzes Genre so schnell gekillt. Der Held ist zu fett. Ohne Physik und Animation kann sich kein Feuer ausbreiten. Ah, schön. Ich finde mein eigenes Spiel ungruselig. Yoda hat gerade angerufen, wir verstehen kein Wort. Ja, das glaube ich. Lecker essen. Die Puppen haben dieselbe Haut wie die Tapeten. Mensch, die hatten nun mal nur zwei Strukturen, mit denen die ihre Animationen gemacht haben. Die Räder drehen sich nicht, das ist egal. Scary. Gut, weiter geht's, Leute. Das ist wunderschön, oder? Wuhu! Animationen! Hat jemand einen Screenshot gemacht? Wir haben uns die Mühe gemacht, das Polizeiauto zu machen, ja, aber bei der Figur, scheiß drauf. Ach, wer braucht schon Schattierung und die Titties? Die Titties mit den die Sternchen-Tattoo in den Titties und bei Kapitel 1, okay, wir haben noch die Motivation gehabt, ein bisschen Farbe reinzubringen und hier, oh Gott, pack auf, schnell hier Füllfarben einmal und fertig. Ich kann sie nicht ernst nehmen. das Bild bewegt sich weg. Nein, mein Streifenwagen hatte eine Panne. Und das auch noch auf der einzigen Brücke, die von dieser kleinen Insel führt. Das ist nicht gruselig. Das ist nicht gruselig. Verdammt, Zoe, reiß dich zusammen. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Du musst nur den Eindringling finden und ihn festnehmen. Eindringling? Die ganze Insel ist immer noch ein Tatort unter polizeilicher Ermittlung. Atmen. Okay, Sophie, sei vorsichtig. Geh ja nicht nah an den Rand. Wir wollen ja schließlich, dass das eiskalte Meerwasser meiner zierlichen Körper versteht, oder was? Was? Hat sie das nicht vergessen, in den Satz zu nehmen, oder habe ich es gerade übersehen vor Lachen? Oh, ich kann nicht mehr,
Die machen mich fertig. Das Motorrad muss der verdächtigen Person, die unserem begrenzten Tatort einbrach, gehören. Warum muss der Motor laufen? Ist der Motor laufen? Das ist klar. Oh, das ist herrlich. Oh, ein Jumpscare. Ein Schatten? Vielleicht eine Krabbe? Ja, bestimmt. Es war nur eine Krabbe. Wie auch immer, es gibt nur einen Haufen von alten Moos mit dem Verbot. Das wird zwar nicht bis jetzt. Natürlich, weil immer werden junge 14-Jährige zu Polizistinnen und haben Schiss vor einem kleinen Schatten. Und sie haben einen Schatten. Genauso wie ich, wenn ich fertig bin mit diesem Spiel. Das geht überhaupt nicht mehr. Das ist, wenn du denkst, das geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine billige Polizistin hier. Die breite Eichentür ist zu schwer für mich. Vielleicht ist der Eindringling nach innen gerannt. Ich sollte versuchen, einen Weg hineinzufinden. Oh, ist das herrlich. Ich freue mich schon auf eure Kommentare dazu. Nee, ich bin zu gespannt da drauf. Ich gucke mir die jetzt schon an. Oh. CPU-Auslastung, ja. Das Hentai-Mädel, ja. Genau das. Ihr seid gut. Ihr seid so gut. Ich mag euch, Leute. Ich komme aber trotzdem über das Spiel nicht weg. Das ist so krank. Das ist so schlecht. Oh, es ist so unfassbar schlecht. Das ist schon wieder cool. Nur Barrieren und Müll, die mir den Weg versperren. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, weil die sind jetzt... Die passen durch diese ganzen Rillen hier dreimal durch. Die haben doch alle kein Gewicht. Oh nein! Woanders waren es böse... Ja. Woanders waren es böse Schaufensterpuppen, die mich gesorgt haben. Und hier sind es Mülltonnen. Es wird immer gruseliger. Oh, nee. Ich kann bald nicht mehr verlachen. Oh, schön. Die Wege machen sich wieder von allein frei. Turbulent wie ein Hurricane. Hier kommt Polizisten, Hentai-Frau. Stups. Ah, verdammt, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Der Strom wird wohl für eine Weile aus sein. Schade, vielleicht hätte er mir die Tür bei der Tür geholfen. Das macht doch nichts. Das sind doch Spuktüren. Die gehen von alleine auf. Nee, nicht mal für Hentai. Die ist noch zu jung. Oh, es gewittert. Na, da hast du doch deinen Strom. So, was gibt's hier? Noch mehr Tapetenwasser. Oh, alberne Sue, jetzt bin ich ganz nass. Vielleicht, wenn ich nach diesem Holzraum greife, kann ich wieder herausklettern. Brrr. Du brauchst doch keinen Zaun dafür. Sag mal, das ist doch bloß ein Schritt. Ach, fuck off. Komme ich jetzt schon zum unsichtbaren Wandbereich? Das ist doch genau dasselbe wie bei dem Typen. Erstmal um ein Gebäude drum rumlaufen und dann im Gebäude gestalkt werden. Ich erinnere mich an diesen Ort, er wurde permanent nach diesen Morden verschlossen. Nicht möglich, dass hier jemand wohnen würde.
Ampel. Und dann wohnt da jemand. Und dann hast du die Arschkarte gezogen. Weil du ausgeschlossen hast, dass da jemand wohnt. Sim. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier weiterspielen soll, ohne mich tot zu lachen. Oh, noch ein Fragezeichen. Ach ja, dieser Bereich wurde überschwemmt nach den Stürzen für die Insel von diesem. Die Stützen für die Insel von diesem Mörder in die Luft gejagt worden sind. Es soll aber auch sicher sein, wie sich durch den flachen Bereich zu bewegen. Aha. Der Schatten wahrscheinlich aus meiner Taschenlampe. Ja, wahrscheinlich. Es sei denn, es war ein Eindringling. Ich sollte ihn fassen, bevor er die Wahrheit herausfindet. Wahrheit? Welche Wahrheit? Hä? Hä? I don't know. I don't understand what the bitch wants from me here. Irgendwie war der Typ lustiger. Doch nicht. Komisch. Naja. Gehen wir doch noch mal nach hinten. Der ist ja nach hinten gerannt. Dachte ich. Ein bisschen. Naja, mit der Wasseranimation, das lernen wir nochmal. Oh. Lass mich raten, die passt da nicht durch, weil sie so dick ist. Ja. Jumpscare. Woo. Und da ist ein Fragezeichenbereich. Bitte. Das ist der alte Kaffeegeschenkladen. Diese Menschen gestorben, ich meine diese armen Menschen, wer würde denn solch schreckliche Dinge tun? Ich warte wirklich auf Yodas Auftritt. Oh, it's a shadow. Was soll das hier eigentlich darstellen? Für ein Gebäude ist das irgendwie ein bisschen komisch gestellt. Lassen wir uns erstmal wieder lustig erklären. No! Hä? Oh, sie ist gestorben! Ach so, weil ich dachte, oh, okay, man kann sterben. Schön. Hey. Okay. Meine Fresse, sie ist doch bloß ein. Das war flach. Chikushou Sui, chikkari shiro.
ist eine sehr kompetente Polizistin. Und sie kann nicht schwimmen. Und erzählt mir jetzt nichts von Strömung, ja? Das war ja wohl gar nichts. Na gut, folge ich einfach den Pfeilen. Folge dem gelben Steinweg. Da-dam, da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam. Oh, oh. Irgendwo war doch dieses doofe Café. Hier waren doch die Schatten. Ah, それは幽霊だ. Mao, was tut man Mao? 何かがここにある。Und mehr Cappuccino für mich. Da 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 da. Kero ga shadan sareru. Bei Cappuccino besoßen. Da 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 da. Is the boy you need a red and then shake a little, 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 ねえ、誰も家にありますか？いや、バステッ。バステッ jammert auch schon rum. Seht ihr, das Spiel ist ein Katzenjammer. バステッ！ Ist gut.Eigentlich guckt mir jetzt das da an. Jetzt wird's langsam albern. Es werden langsam zu viele Jumpscares auf einen Haufen. Dann erschrecken sie eigentlich mehr, weil sie ja vorher sind. Naja. Egal. There's nothing, nothing, nothing. Und bestimmt jetzt gleich wieder a face in die.Oh, bewittern schubst du auch. Mein Freund. Nanika ga koko ni aru. Ziehgeräusche kommen von dort. Ich sollte es untersuchen. Ich sollte untersuchen. Ich möchte ja nicht.Deutschkenntnisse geben, als du hast. Here is what you must do. Kero ga shadan sareru. Hat jemand die Boote bewegt? Moment. Was war das für ein Geräusch? Klingt, als ob eine Tür offen gezogen wurde. Vielleicht die große Eiche, ne? Ha? Maybe? Ah, das war das ein Schatten, vielleicht eine Kralle. Ich hab nichts gesehen, ehrlich gesagt. Das macht dann relativ wenig Sinn. Aber was soll's, wir müssen ja den Trigger nicht irgendwie versuchen, schick auszudrücken. Jetzt kommt bestimmt der Jumpscare-Stalker. Jump! Ein schmutziger Abdruck, wo das Schließfach gestanden ist. Wunderbar, das ist deutsch. Ich glaube, der Junge nahm das alles mit, um ihm an all den Schmerz und Tod zu erinnern, okay? Den er verursacht hat. Haha, er hat ja überhaupt keine Ahnung. Oh, da ist ein Namensschild auf dem Boden. Die ist ein bisschen komisch drauf. Ich mag sie nicht. Ich möchte wieder den Serienmörder spielen. Oder? Und dies. Oh no! Da steht das Schild für dies.Gut. Juhu! Hey, you scare me. Jump.
Scare me, scare me. Ich hoffe, ich versaue euch nicht zu sehr die Stimmung. Decker Brothers, yeah. Stimmt, ist da eine Leiche im Klavier? Bücher, schubs sie. Oder nehmen sie mit, ist ja schade drum. Oh nein, es ist aufgegangen. Interessiert sie bloß nicht. Meine alte Tafel, wo ich noch Lehrerin war. Was? Die war auch noch Lehrerin? Wie alt soll die sein? Ich verbrachte viele Klassen damit, auf der Tafel mit Kreide zu schreiben. Jetzt wird sie von niemandem jemals wieder benutzt werden. Hahaha. Warte mal, sie war mal Lehrerin? Wie alt ist sie? Die 14-jährige Polizistin, die schon mal Lehrerin war. Hier sind Fragezeichen wahrscheinlich hinterm Haus. Oh, was ist das für ein Geräusch? Der Generator wurde eingeschaltet, aber von wem? The end. No, no, yes. It's dark! Es ist nicht mal Satan. Statt. Ist das geil. Die Ecke, oh, wie sehr ich mir gewünscht habe, dass ich jede letzte Person hierher schicken kann. Diese ungehorsamen, ärgerlichen, wertlosen, armseligen Menschen verdienen alles, was ihnen passiert ist. Okay. Verstehe, sie wird jetzt also Psycho. Okay. Auch in Ordnung. Dann wird sie jetzt halt ein bisschen psychopathisch. Ich höre jemand bei der Tür. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Wer bist du? Warum folgst du mir? Lass mich einfach in Ruhe. Kannst du nicht sehen, dass ich mit Bedauern und Trauer erfüllt bin? Ich bin hier, um mich zu verabschieden und mich bei denen zu entschuldigen, die ich sterben lassen. Das ist das Kind, auf das ich die Schuld für meine mörderischen Verbrechen geschoben habe. Okay. Warte mal! Was, du hast Hunger? Was meinst du damit? Aha. Spooky. Halloween. Dummer Piss, du hattest das Wort dieser Menschen und dein bisschen Freundin will dir gar nichts zu tun. Was jetzt, ist es eine Freundin? Vorhin hat er doch gesagt, sein Freund. Die ganze Zeit war es ich, Sui. Ja. Abschluss! Kapitel Mehrspieler, was? Soll das denn funktionieren? Na, ich guck erstmal, was ihr so Schönes zu sagen habt. Weil das war ja jetzt voll der Plot-Twist. Die kleine, unschuldige Sui, die schon Lehrerin war, ist auf einmal Polizistin und hat alle umgebracht. Endlich auch auf Twitter. Ich sehe nichts Neues. Ich muss den Film nachholen. Was, dass sie noch nicht gesehen, schämlich. Ja, der Ton knarzt auch bei mir, wenn's down trill. In Nase klauen, an Glück dieser Polizistin. Und jetzt erkennen wir noch Spieler, ist das Frauenprobleme, was? Nee, ich glaube, die Macher sind ein Paar gewesen, die das in ihrer Freizeit programmiert haben. Danach sieht es auch aus. Gut, versuchen wir es. Warum hat das funktioniert? So, ich glaube. Also, dass du besser bist, anderen Schrecken zu bereiten als ich, dann trete ein in meine Welt und beweise es. Ist das jetzt sowas wie ein Horrormaker? Verlorene Seele. Das bist du und die anderen hinterlassen Spuren, wenn sie sich bewegen. Gut für die Verfolgung von anderen Spielern. Schlecht, weil man dich genauso verfolgen kann. Drücke E, um durch deine Ereignisse zu sehen. Mit X kannst du anderen Spielern eine Falle stellen, um sie zu fangen und zu erschrecken. Finde Hinweise und erschrecke andere Spieler, um deine Punkte zu steigern. Rede mit anderen Spielern, Tee, oder sende ein Emoticon, zum Beispiel Angst oder nicht erschrocken, anderen mitzuteilen, wie du dich gerade fühlst. Aber um ehrlich zu sein, niemand mag einen Lügner. Was? Halt! What the f-
danke. Okay. Danke, ich bin, glaube ich, besser im Deutsch als die anderen, ja. Und in diesem schlechten Spiel kann man niemanden erschrecken. Fankunst. Oh ja, gib mir Fankunst. Oh Gott, das lädt. Was lädt es denn jetzt? Flame Falcon Co. UK. Es lädt eine andere Internetseite. Sollte die Fankunst nicht im Spiel auszurufen sein? Oh Gott, sind die schlecht, diese Fanarts. Scheiße, wer macht denn bitte Fanarts zu so einem Spiel? Wie gelangweilt muss man sein und verzweifelt und... Oh mein Gott. Nee. Gut, wir haben das Spiel ja gut durchgespielt. So. Ich bin verstört. Ich hoffe, ihr auch. Was auch immer. Es gibt Fans, ja. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, dieser Abend voller seltsamer Indie-Spiele und grottenschlechter Horrorspiele hat euch gefallen. Und ich bin ein bisschen verwirrt und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich später noch was spiele. Ich glaube nicht. Gut, ich wünsche euch soweit eine gute Nacht. Was ist da gerade passiert? Oder sollte ich vielleicht doch noch was Ordentliches spielen, auch wenn es nicht aus dem Horrorbereich kommt? Ich... Weiß auch nicht. Gut, habe schon verstörende Spiele bei dir gesehen? Ja, ich weiß. Ich habe auch jede Menge verstörende Spiele gespielt. I should have a look at my games. Abyss the Wrath of Eden? Nee. Das frisst jetzt auch mit zu viel Leistung. Da muss ich ständig hin und her switchen und gucken, ob es läuft. Entschuldigt, musste gerne. Was habe ich denn hier noch so, was man spielen könnte, so auf die Schnelle? Cinders. Das habe ich schon ein paar Mal durch. Schlimmste aller Schlimmspiele. Nein. Ognüt. Wäre mal wieder eigentlich an der Reihe. Ich habe noch dieses eine Spiel, was ich mal von Putti gekriegt habe. Aber das Blöde ist, dass ich da Probleme mit der Steuerung habe. Real Horror Stories, was war lustig? Aber komm, die 99 Cent war es wert. Ihr hattet doch euren Spaß. Tribble. Madness Returns läuft nie richtig. Blackwell. Ja, das ist eher was, auf das ich Bock hätte. Aber ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock hättet, weil ich habe das ja schon gestreamt. Ich glaube sogar schon zweimal. Ich weiß gar nicht sicher. Let's just see. Unbound. Auf jeden Fall kann ich erstmal dieses Manga-Horrorspiel wieder ent...
entfernen. Eben. Außerdem, Shaka, ihr wart ja nicht nur zu dritt. Anfangs wart ihr noch mehr Zuschauer. Genau. Neckbeard ist auch noch da, Newtil ist da und Footy sind da. Also, das hat sich doch gelohnt. Ich habe immer noch Long Live the Queen hier. Aber nein. Es war genug Spaß für 99 Cent. Ich dachte ja auch, wenn es mehr gewesen wäre, hätte ich es nicht ausgegeben. Aber also ich hätte tatsächlich keine 2 Euro für ausgegeben, aber 99 Cent, da dachte ich, come on, wir haben Spaß. Ah, letztes... Nee, Hatoful Boyfriend habe ich ja komplett durch, soweit ich weiß. Overcast, es frisst... Also es heißt ja irgendwas mit Werwolf, aber es frisst leider bei mir zu viel Leistung bei meinem blöden Leppi. Das kann ich nicht spielen. Ganz viel... Gott, nee, das Spiel war... Uff. Ich habe noch so schöne Spiele auf der Wunschliste, aber die schenkt mir ja keiner. Was würde sich denn noch lohnen? Dead Synchronicity? Oh, es kostet immer noch 20. Meh. Charnel House Trilogy? Okay, kostet mittlerweile 5 Euro, aber ist mir immer noch zu viel. The Adventures of Fat Man kostet 4 Euro. But there, I don't know. Shop. Vielleicht gibt's ja noch gratis Horrorspiele. Also ich habe ja schon ein paar vorhin gespielt. Veröffentlichung, niedrigster Preis. Ich sortiere mir das mal. Port of Call. Oh, die Indie-Spiele gibt's auch auf Steam. Das ist ja witzig. So, ich gucke mir mal kurz einen Trailer an. So, in... Ihr könnt mithören. Durch Codierung zu hohe CPU-Auslastung? What? Nee, doch nicht. Okay. So seltsam. Okay, ist... Oh nein. Nein, das tue ich mir nicht an und euch nicht. Close your eyes. Hm. Das habe ich auch in der Indie-Datenbank gefunden, das Spiel. Welcome, ladies and gentlemen. Nein. Nein, nicht ernsthaft. Das bieten die einem an. Na gut, es ist gratis, aber... Missing Translation... Penumbra. Whatever. One way to die. Ja, das Spiel war so gut. Ich schau gerade. Oh, schon wieder Ticken einer Uhr, wie selten. Sometimes when I make a great effort, I can remember her scent. Uff, von der Grafik her könnte es mir die Leistung zerfressen. Wie gesagt, ich versuche mich gerade schlau zu machen, was es so gibt. Weil zumindest anspielen könnte ich noch mal was. Waiting for... Was soll denn das sein? Hidden Object? Sieht so aus. Nee. Ich glaube, das wird mir dann zu statisch. Spooky House of Jumpscares. Das klingt doch schon perfekt, oder? Can you survive? I'm 1000 rooms of cute terror. Oh mein Gott. Do you think you have what it takes to
Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie so. Ich bin gerade so hingerissen. Das ist so dumm, dass es schon wieder cool ist. Oh, come on, give it to me. Aber free to play, das heißt ja, dass ich Steam übertragen muss. Sehe ich das richtig? Desktop-Verknüpfung? Nee, ich kann es installieren, okay. Spooky House of Jumpscares. Das werden wir jetzt spielen.